Willkommen zu einer neuen Runde Train Sim World 4 nach einer langen kleinen Auszeit. Wir fahren heute die RB88 von Aschaffenburg nach Miltenberg auf der neu erschienenen Maintalbahn. Ich wollte gerade Miltenbergtalbahn sagen. Ne, das ist natürlich nicht richtig. Wir werden uns heute zum einen die Strecke das erste Mal angucken. Wahrscheinlich habt ihr das schon bei allen 100 Mal gesehen, aber trotzdem ist das hier noch nicht passiert auf diesem Kanal, deswegen machen wir das. Und zusätzlich werde ich noch ein bisschen erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist in den Wochen. Und zwar nicht von mir persönlich, sondern was in Sachen Train the World passiert ist. Jetzt bin ich schon wieder am Reden und am Zug aufrüsten gleichzeitig. Das ist nie gut. Auf der rechten Seite ist Tür. Oder man rechts in Riegeln. Genau. Die Spitzenbeleuchtung ist jetzt richtig, weil es gab eben eine kleine Ankündigung, was jetzt so im Dezember passiert, weil da passiert einiges. Genau. Der Fahrplan hier ist relativ stressig, deswegen müssen wir mal ein bisschen gucken. Wahrscheinlich werden wir Verspätung haben gleich. Genau, Achtung nach Miltenberg. Hier fährt auch der Kollege nach Miltenberg, aber erst später dann. Habe ich jetzt nicht genau gesehen, wann. Hier fährt auch noch ein Kollege irgendwann. Ja, die Züge, die fahren eigentlich auf Gleis 1 bis 3 ab. Mit der 2 bis 4 so herum dann. 8:31 kommt er hier an. 8:54 fährt der Kollege nach Miltenberg. Haben wir hier auch Anzeigen. Ja, hier haben wir auch Anzeigen, war mir klar. Genau, dann fährt ja auch noch die RB58, RE55, RE54 und der ICE-Verkehr auch noch. Also laut Artikel zu der Strecke sollten, glaube ich, ICE1 hier fahren. Jetzt habe ich letztens den ICE3 gesehen, ob hier die ICE1 tatsächlich fahren, das kann ich euch nicht sagen. Und ich glaube, Baureihe 425 von Bremen-Oldenburg fährt hier. Und ja, die mitgelieferten Fahrzeuge und ich glaube noch irgendwas, aber von der Main-Spessart war noch die Dostlos mit der 146, genau. Was ein bisschen ätzend ist, ist hier das, dass das sehr feinfühlig ist, also nee, eben nicht feinfühlig. Man drückt einmal einen Zack auf 100%. Ah, ich habe die PHP vergessen. Bin ich jetzt beim, wenn ich die jetzt noch anmache? Nee. Gut, das wäre einmal die Beeinflussung eh und da ist eh rot, sehe ich gerade. Das ist ja schlecht. Ja, das ist auch immer sehr spannend, weil wenn der Kollege, der hier entgegenkommt, Verspätung hat, dann hast du sofort ein Problem, weil wir fahren hier raus, sobald der Kollege reinkommt. Und ich glaube, die Vectron hat ja auch Fahrten und irgendwelche Güterwagen von Dresden-Rieder. Da kommt der Kollege. Ja, sag ich ja. Wenn der Verspätung hat, dann hat man schon ein Problem. Wir sollen nämlich 3 Minuten schon in Aschaffenburg Süd sein. Na, irgendwann müsste er kommen da vorne. Sonst müssen wir vielleicht auch nochmal bremsen, das fände ich ein bisschen blöd. Da kommt er. Er fährt doch relativ lange auf unserem Gleis drauf. Ja, wir haben doch schon die 25 Hz Beeinflussung. Da hätten wir eher nicht vorrollen sollen zum Signal. Da kommt er. Was bist du? RB88 nach Aschaffenburg, also der Gegenzug und das ist grün. Wir sind ja die RB88 nach Miltenberg. Die RE87 fährt ja auch noch gelb und nicht an jeder Haltestelle. Ich habe letztens mal eine gefahren, damit der Baureihe 628, die kann man hier nämlich auch fahren und die Baureihe 612 auch. Genau, da habe ich aber schon so ziemlich überall gehalten, also ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, ein bisschen schneller kann man schon fahren, ein bisschen schneller als 10 km/h schon möglich, ne? Aber wir haben noch die, ist noch 500 Hz, das finde ich blöd. Oh. Komm, Leute, auf, jetzt. Dann auf geht's. Sie wollen wohl noch ein Fix hierfür raushauen, unter anderem eben für den Kombihebel. Genau. Was ich auch cool finde ist, wir können das hier noch verstellen, das Ziel. Nächstes Ziel, vorheriges Ziel. Und dann haben wir das automatische Zug, dann fällt er wieder automatisch auf Miltenberg zurück. Das finde ich cool, weil bisher war es. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Bisher war es immer so, entweder man konnte es verstellen und dann musste man es selber einstellen. Meines Wissens nach, oder es war so, dass man eben, also das automatisch eingestellt wurde, dann konnte man es aber selber nicht verstellen. Und das finde ich jetzt hier ganz cool, dass man das selber einstellen kann, aber es auch automatisch einstellen lassen kann. Also, wenn wir jetzt in Miltenberg ankommen und dann warten würden, bis der Zug wieder zurückfährt und dann den Zug wieder zurückfahren, dann könnten wir es eben selber einstellen, das ist ganz nice. Warum bin ich so langsamer, wegen den 40? Aber ein bisschen schneller können wir schon noch fahren. Ja, ich muss sagen, ich schleiche noch ziemlich gerade hier rum. Also, das ist natürlich.
Wenn der Zeitplan eng ist, wie ich eben gesagt habe, ist das natürlich dann schwierig, das einzuhalten. Und jetzt sind wir 90 Farben da. Das stimmt, das hat ja eben die 90er. Ich bin nicht. Ich bin doch schon wieder so geistig abwesend. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zwangsgramm am Ende dabei rauskommen. Okay. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal gleich nach Aschaffenburg Süd. Warte mal, Aschaffenburg Süd. Aber halt nicht in Aschaffenburg Hochschuldingsbums. Ja, okay, alles klar. Obwohl wir die RB sind und nicht die RE, ja Mensch. Ja, dann wird es ja noch stressiger, weil bis Aschaffenburg Süd brauchen wir echt noch einen Moment. Ich glaube, jetzt gleich kommt erstmal Aschaffenburg Hochschule, wo wir durchfahren. Da kommt Aschaffenburg Hochschule. Ja Mensch, Leute, ihr habt jetzt leider Pech gehabt, weil wir fahren durch. Der Motorsound wird ja auch von einigen kritisiert, das ist aber keine Ahnung. Ich kann das schlecht beurteilen, weil ich bin ja kein Lokführer, vor allem nicht von diesem Zug. Die Zero, ich bin gerade überlegen, ne, die fahren bei uns nicht. Von daher habe ich gerade auch nicht den Vergleich hier. Wir lassen mal ausrollen. Sind dann gleich in Aschaffenburg Süd und da ist dann auch das rote Signal. Und wenn wir dann aus Aschaffenburg wirklich raus sind gleich, dann gucken wir mal, was so noch angekündigt wurde. Für Dezember. Ich glaube, es war so noch ein Tick zu früh gebremst. Wobei ist alles, so geht alles. Hier den Kombihebel, der ist echt ein bisschen schwierig. Wir sind in Doppeltraktion, müssen alle gucken, dass wir wirklich im Bahnhof drin stehen. Tun wir aber. Okay, sollten jetzt eigentlich schon wieder losfahren, aber es geht noch von der Verspätung her. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wirklich zeitig losfahren. Und jetzt kommen wir halt wirklich in dieses Nebenbahn-Feeling. Auch wenn es eine Hauptbahn ist, soweit ich weiß, so habe ich das gelernt zumindest. Bin auch sehen, hier habe ich die Kamera gewackelt. Genau, wir haben jetzt gleich noch ein zweites Gleis für eine ganz kurze Strecke, aber wir müssen die Tür zu machen. Ich habe ja gedacht, wir müssen zeitig loskommen. Dieses zweite Gleis wird dann irgendwann durch Weichen getrennt und geht dann weg nach drüben zum Hafen. Der ist nämlich auch noch dabei, der geupdatete Hafen, den man schon bei der Main-Spessart-Bahn hatte, also da eben nicht geupdatet, deswegen ist er jetzt geupdatet. Da war ich tatsächlich privat auch noch gar nicht unterwegs. Ich war bisher immer nur hier auf dem Hauptast unterwegs, Richtung Miltenberg oder eben Richtung Aschaffenburg. Jetzt müssen wir gucken, weil wir noch hier das Wechselblick haben, aber wir können uns befreien, oder? Ja, perfekt. Genau, wir gucken jetzt gerade noch bis zum Abzweig vom Hafen und dann gucken wir gleich mal über das December Overview, wie sie es genannt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Beschleunigung realistisch ist. Ich würde mal wieder hören, ja, eine voll gute Beschleunigung für diese Fahrzeuge. Ich kenne mich, wie gesagt, leider nicht so gut aus in dem Bereich. Meine Maus sollte ich wieder aus dem Bild tun. Ein bisschen ganz aus dem Bild kann ich auch raus tun. Ja, also bis 70 beschleunigt er ganz gut, finde ich, und ab dann wird es mühselig. Bis dann vielleicht sogar bis 75, 80. Aber ja, dann wird es halt mühseliger. Ah ne, das ist schlecht, wenn ich die Maus aus dem Bild raus tue, weil dann kann ich nicht mehr rein und raus zoomen. Das ist ja eine schlechte Idee, dann muss ich die Maus doch hier am Rand im Bild drin haben. Eigentlich könnte ich die Maus in der Aufnahme ausstellen. Das fällt mir aber auch. Das fällt mir nach irgendwie klar, wie viele Folgen, 50 Folgen zu Ende wird, aber ich bin echt ein Held. Ist, ich habe jemanden da übersehen, okay, alles klar. Genau, wir haben jetzt hier noch das zweite Gleis. Wie ihr seht, fahren wir nicht rechts, obwohl wir eigentlich Deutschland rechts Fahrgebot, nee, rechts, wie heißt das denn? Nee, Rechtsfahrgebot auf der Straße, also auf der Autobahn, wenn du mehrere Spuren hast. Rechtsverkehr heißt das, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das geht natürlich auch auf der Schiene. Und ich glaube, wir hätten sogar die Möglichkeit, noch ein paar Meter am rechten Gleis zu fahren. Bis zur nächsten Weiche müsste das dann. Kommt der Weiche immer noch so schnell? Ich habe gerade schon gebremst. Genau, da geht's. Okay, da geht's ab. Dann waren die Weiche schon vorher. Da geht's dann ab zum Hafen. Und früher auf der Main-Spessart-Bahn konnten wir dann eben nur da rechts wirklich lang fahren. Ach,
Ach, jetzt wieder 100, ja, das war wieder klar. Und dann haben wir uns immer gefragt, was ist das eigentlich für eine andere Bahnstrecke? Bis jetzt in den Folgen habe ich mich das nicht gefragt, weil ich das nie gefahren bin zum Hafen auf der Main-Spessart-Bahn. Aber genau, trotzdem eben. Ich glaube, ich hatte mal geguckt sogar, was das theoretisch für eine Bahnstrecke wäre und ob die cool wäre. Habe es mal kurz geguckt, aber habe das dann gar nicht mehr weiter verfolgt. Und dann dieses jetzt der Maintalbahn. Kommt übrigens, und ich mir so, könnte nice werden. Okay. Jetzt sind wir jetzt gleich, wir müssen jetzt gleich in Obernau sein. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch zu Aschaffenburg zählt. Könnte natürlich sein, irgendein Ortsteil oder irgendwie sowas, weil. Also, direkt startet es wohl nicht mehr, weil ja, wir haben ja ganz viele Bäume. Könnte auch passieren, dass es heute anfängt zu schneien. Das habe ich in den letzten Fahrten privat auch schon gehabt, dass plötzlich auch einmal Schnee war. Irgendwie jeder Fahrt zum Ende, das ist irgendwie. Immer wenn man so dreiviertel Stunde fährt. So lange soll die Fahrt heute ja ungefähr gehen. Dann, ja, fängt irgendwie immer am Ende an zu regnen oder zu schneien. Kommt drauf an, was du für Temperaturen hast. Und so viel bremsen sollte ich noch nicht. Genau, werden wir in der gleichen Obernau stehen, dann gucken wir aber wirklich mal über das Overview drüber. Genau, der, ich wollte gerade sagen, erste eingleisige Bahnhof, stimmt nicht, der erste eingleisige Bahnhof, an dem wir anhalten. Aschaffenburg Hochschule war ja auch schon eingleisig, aber da haben wir halt nicht gehalten, aus irgendeinem Grund. Vielleicht sind die ganzen Studenten der Hochschule um die Uhrzeit schon da oder so. Da muss ich kurz unterbrechen. Das werde ich aber einfach rausgeschnitten haben, genau. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, vielleicht sind die ganzen Studenten schon da um die Zeit in der Hochschule und müssen entsprechend nicht mehr, würde sich nicht lohnen, da zu halten oder. Vielleicht ist es auch irgendwie, dass man halt abziehen musste, damit der Takt funktioniert oder sowas. Und wenn ich am nächsten Kreuzung spare, natürlich erst 2 Minuten später bin, kann der nächste Zug auch erst 2 Minuten später wieder rausfahren. Das ist natürlich klar. Weil die Strecke ist ja einseitig. Irgendwie sieht das ja auch so ein bisschen aus, als hätte man ja schon vorgeplant für ein zweites Gleis. Weil es ist genau der Platz für ein zweites Gleis hier, direkt der Platz und hier zur Lärmschutzwand. Das geht ja noch ein Stück weiter. Also das sieht irgendwie so aus, als würde man das hier planen oder hätte das zumindest mal geplant. So. Jetzt machen wir die Tür zu und dann gucken wir aber wirklich mal. Beschleunigen und nächster Halt ist Sulzbach. Okay. In. Oh, der ist gleich unten. Ne, dann gucken wir schnell. Genau, das erste ist vom 1. Dezember bis zum 12. Dezember. Da kann man einen, da kann man TSW-Keys, also ne, das Spiel eben, also Keys für das Spiel, also Schlüssel, die man einlösen kann im entsprechenden Store, eben, gewinnen, mit einem Foto eben. Es gibt so jeden Tag irgendwie ein anderes Thema, zu dem man dann ein Foto von irgendeiner Strecke posten muss, zum Beispiel irgendwie Winterlandschaft oder sowas. Da muss man halt hier, wenn ihr jetzt irgendwie Schnee liegen würdet, könnt ihr ein cooles Foto machen, könnt dann da teilnehmen, wird dann gegebenenfalls ein TSW-Key für ein DLC oder so bekommen, wenn ich gewinnen würde. Und genau, wird auch entsprechend angezeigt, dann gegebenenfalls in der im Lademenü, soweit ich es verstanden habe. Dann Mitte Dezember irgendwann, genaues Datum steht noch nicht fest, kommt der erste Teil vom Winter Core Update. Das hat man offenbar gesplittet. Und zwar ist der erste Teil, das Mini hat eine Verbesserung dafür. Jetzt momentan haben wir 2 Kilometer immer nur da stehen. Das wird dann zukünftig, haben sie schon gesagt, geändert, dass es je nach Geschwindigkeit variiert. Jetzt haben wir dann zum Beispiel, ich weiß nicht genau, was es für Schritte gibt, aber zum Beispiel 5 Kilometer können wir dann voraussehen. Und wenn wir langsamer fahren, vielleicht nur 500 Meter oder so. Habe ich gesehen, 5 Kilometer voraussehen, jetzt dann 500 zum Beispiel, nur wenn wir langsamer fahren. Ich weiß nicht, was ich gerade eben gesagt habe. Und andere TSW 4, wir müssen bremsen. Und irgendwelche anderen Verbesserungen. Für die TSW 4 Core-Routen, also für die S-Bahn Vorarlberg, war das Nachdenken und Bremsen ist keine gute Idee, sonst kann man so gut im Alten. Okay, Moment, wir haben es gleich. Genau, die S-Bahn vor Arlberg haben wir, Dresden-Riesa war ja noch dabei, ich weiß nicht, ist das Core-Route? Das ist gut, das ist die Deluxe Edition, der müsste. Die East Coast Mainline und
Ja, die andere Strecke. Wie heißt die nochmal? Ich hab's vergessen, keine Ahnung. Die amerikanische Strecke halt. Wir machen zu. Und fahren auch schon weiter, weil wir haben Verspätung. Ah, das kann ich gleich auch noch zeigen, die coolen Anzeigen Anzeigen am Bahnsteig. Ich bin echt so brain afk, jetzt fängt es ja noch an zu schneiden. Ich kratze ab, Alter. Gerade wenn ich irgendwo durch einen Halt fährt durch oder so und über ein rotes Signal, dann ist das Szenario zu Ende. Bisschen der Fahrplan, die Fahrplanfahrt. Genau, als Collectibles gibt es hier so Bienennester, die man aufhängen kann. Das gibt es wohl echt auch an dem einen oder anderen Bahnsteig hier. Was gibt es noch? Die natürlich die coolen Streckenkarten mit dem neuen Design, wie sie auch schon auf der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg und auf Bremen-Oldenburg und so waren. Und Erste-Hilfe-Kasten gibt es. Genau, nochmal zurück zum Winterkorps-Update. Part 2 wird dann wohl oder übel den Formationsdesigner enthalten, also dass man eigene Loks zusammenstellen kann. Momentan ist es ja so, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte gern 6 Delirios hintereinander haben, dann gibt es das geht nicht im normalen Szenario-Editor, weil es eben keine Formation von DTG mitgeliefert gibt mit 6 Delirios zusammen. Und das kann man sich dann eben selber basteln. Ich glaube, mitgeliefert werden Formationen mit einem und mit zwei, soweit ich weiß. Genau, das ist wohl im Part 2 vom Wintercore-Update. Interessant will ich auch schon die Leute, die jetzt wieder anfangen rumzuholen. Warum ist das noch nicht dabei? Leute, also es wurde nicht mal ein, nicht mal ein Datum für das Wintercore-Update gesagt. Es wird gesagt, der erste Teil kommt schon ein bisschen früher als der zweite Teil. Also hat man aufgeteilt und dann wird wieder rumgeholt. Sowas liebe ich immer ganz besonders. Man hätte auch einfach das ganze Update erst im Januar machen können, dann wäre es ja auch, also wäre es auch erst angekommen. Also, weiß ich nicht, manche Leute. Schwierig. Ja, also falls ich das heute teilweise ein bisschen. Bisschen anders vom Sound her. Ich rede teilweise zu meinem zweiten Bildschirm rüber, weil da ist mein da habe ich das Bild offen mit dem Dezember Overview, wenn ich da gerade ablese. Vom 4. Dezember bis zum 11. Dezember ist die One Week Special Challenge. Was ist denn das? Warte mal. Unlock 2024 Root Teasers by completing Milestones as a Community. Ah. Okay, dann das hatten wir doch schon mal, glaube ich, letztes Jahr irgendwann. Weiß nicht, ob das auch im Dezember war, ich meine schon. Da muss man, da gab es langsam. Also ich denke mal, dass es sowas ist, dass dann wieder gesagt wird hier, wir gucken zum Beispiel, wie viel auf deutschen Routen gefahren wurde in letzter Zeit. Und wenn die so und so viel geschafft haben, dann bekommen sie das und das. Die Community Zusammenhalt. Ich glaube, sowas wird das dann wieder sein wahrscheinlich. Dann die Dezember Roadmap. Die Dezember Roadmap, jetzt habe ich gerade noch abgelesen, das steht halt also auf Englisch, ne? Oh, wir müssen bremsen. Und das bei Winter im Schnee. Die Dezember Roadmap findet erst am 12. Dezember statt. Das ist dann um eine Woche nach hinten verschoben, als ursprünglich geplant. Wird wahrscheinlich seinen Grund haben. Und da kam, also da steht dann wohl auch drin, was in TSW so in Zukunft kommen wird, so wahrscheinlich steht da nicht genau drin, was alles jetzt in den nächsten Monaten alles kommen wird, aber da gibt es wohl schon Teaser und so, und da gibt es wohl dann ein paar mehr Hinweise als in der gewöhnlichen Roadmap. Jetzt habe ich viel zu viel gebremst wieder. Also auf 60 können wir schon mal mindestens hoch. Am 14. Dezember ist der Community Xmas Celebration Stream. Was steht denn da? Join us for an evening of free roam holiday express fun, quizzes, competitions, competition winner reveals and the grand prize giveaway announcement. Also anscheinend ein großer. Guck ja genau richtig, wieder hier zurück auf den Bildschirm. Anscheinend gibt es da. Oh ne, nicht bremsen, nicht bremsen, nicht bremsen. Ich dachte, ich würde noch Gas geben. Ja, da gibt es ein großes Gewinnspiel. Wahrscheinlich dieser Holiday Express Runway 11, die letztes Jahr kam, da wird dann nur eine Runde drauf gefahren. Ein paar Quizze, also ein Quiz und die Gewinner von vorherigen Events. Was haben wir denn also für Events? Gut, die Community Challenge natürlich. Hi Kollege, du musst einen kleinen Moment warten, weil ich so spät bin, sorry. Und natürlich von dem Foto-Mode, ist klar. Ja, ich bin schon wieder viel zu lahmarschig unterwegs. Dann gibt es vom 18. bis zum 22. Januar noch eine Mastery Challenge. Also Mastery Challenge ist in der das, wo zum Beispiel dann steht, also wo verschiedene Aufgaben sind, zum Beispiel auf der Maintalbahn. Glaube ich, ist irgendwie, schließe so und so viele Fahrplanfahrten ab und fahre so und so viele Kilometer mit dem B0 oder irgendwie so ein Kram. Und dann bekommt man eben spezielle Sachen, zum Beispiel hier in der Maintalbahn ist es eben, dass man
an irgendeinem Hafen, an irgendeinem Halt in der Nähe ein Schiff abfahren sehen kann und ich glaube auch beladen. Das ist relativ cool. Ich habe das aber noch nicht freigeschaltet, leider, den Master Reader Award. So, dann machen wir wieder auf. Ganz ehrlich, diesen Halt, ich hasse den so hart in die Gegenrichtung. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Och, wir könnten ja mal den Halt genau so machen, dass er genau passt für den Zug. Wenn er 1 Meter zu falsch, also wenn du 1 Meter falsch bremst, du bist am Arsch. Und in der Gegenrichtung ist ja viel länger. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Da habe ich schon echt Probleme gehabt teilweise. Jetzt macht ja auch relativ viel Zugbegegnung, weil doch hier bisschen was los ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht mit dem Güterverkehr ist. Also die 363 kommt mit dazu. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier auch auf der Strecke, nicht nur zum Hafen, sondern auch auf der Strecke ein bisschen Güterverkehr ist. Aber ich weiß nicht, ob der tagsüber ist oder ob der nur nachts ist. Wobei, das ist ja schon teilweise echt an den Häusern vorbei. Also ich glaube nicht, dass da nachts so viele Güterzüge hier fahren. Genau, nochmal zu dem Master Reader zurück. Ich einfach ein Mikrofon hier ein bisschen rüber. Dann kann ich auch darüber zum anderen Bildschirm sprechen. Unlock new 2023 Diesel Awards and Featured Training Center Scenery Tile. Okay, also irgendwelche speziellen Mastery Challenge Belohnungen im Training Center, so wie zum Beispiel dieses Ostereier-Ding vom letzten Jahr war. Genau, dann gibt es noch Informationen zu TSW Tracked 2023. Da gibt es eben Informationen dann wahrscheinlich, wie das, also wie der TSW benutzt wurde im Jahr 2023. Also was für Routen da besonders gefahren wurden, was besonders gut angekommen ist. Keine Ahnung, ob zum Beispiel eher elektrifizierte oder diese Routen gefahren wurden, ob eher deutsche Routen, amerikanische oder britische Routen gefahren wurden. Sowas halt in die Richtung. Und da lässt sich dann mit Sicherheit auch ablesen, wohin die Zukunft geht, weil die werden wohl kaum sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn die Österreicher Route, zum Beispiel wenn die erstmal vor Arlberg voll schlecht angekommen wäre, würden sie wohl kaum neue Routen dafür machen und es steht ja schon auf der Roadmap. Eine neue Österreicher Lok und eine neue Österreicher Route. Ich glaube in 4 bis 6 Monaten, oder? Oder ich glaube eins von den beiden in 4 bis 6 Monaten und eins in 6+, meine ich. Gut, kann sich natürlich in der Dezember-Roadmap noch alles ändern. Nächster Halt ist Obernburg-Elsenfeld, okay. Müssen wir gucken, wie weit ist es noch? Okay, wahrscheinlich kommt er halt gleich, weil wir schon drüber sind über die Zeit. Und eine Community Vorab Relay Race Challenge, okay. Also diese Vorab Challenge, das kann ich euch sagen, was das ist. Das ist, wenn 4 Leute, also die fahren dann, das sind voraufgezeichneter Stream und die sind dann eben live dazu geschaltet. Und die haben eben alle eine bestimmte Fahrt abgeschlossen, diese 4 Teilnehmer. In der Vergangenheit waren sie eben oft vom DTG-Team oder vielleicht noch einer von sonst wo, ein Zuschauer oder irgendwie sowas, dann TSW-Spieler halt irgendwie sowas. Und die fahren halt alle die gleiche Fahrt, die gleiche Szenariofahrt zum Beispiel, oder die gleiche Fahrplanfahrt, nicht Szenariofahrt. Und dann wird halt geguckt, nicht wer am schnellsten ist, weil dann fährst du einfach wie so ein Idiot da mit Highspeed rum, und das ist eher eine schlechte Idee. Sondern da wird dann geguckt, wer am meisten Punkte am Ende raus hat, also das, was hier oben rechts steht. So, was haben wir gleich? Ein rotes Signal. Also bei dem Halt Obernburg-Elsenfeld. Genau, was haben sie dazu geschrieben? Das ist übrigens am 21. Dezember. Und die TSW Tracked ist am Dezember, also am 19. Dezember. To end of the year from us, we will be showcasing a unique 4-Up-Relay-Race-Style-Challenge from members of our community and social teams. Okay. Also werden die Community Manager gegen TSW-Spieler spielen. Nee, ich schaff's noch, okay. Da muss ich schon ziemlich reingehen in die Bremse. Ist schon belastend, hör mal. Oh, jetzt muss ich kurz getappt eben. Nee, ich bin jetzt raus. Oh. Genau, was ich noch zeigen wollte, also zum einen sehr belastend hier, ist ein größerer Halt mit, also einer der größeren Halte hier betreibbaren Strecken. Ich denke mal, der drittgrößte Halt wird das hier sein auf der Strecke. Aschaffenburg der größte, Miltenberg der zweitgrößte und das hier wird der drittgrößte sein, gehe ich davon aus. Ist wahrscheinlich auch ungefähr die Mitte der Strecke, würde ich mal behaupten. Ja. Wobei Aschaffenburg Süd. Ne, Aschaffenburg Süd wird der drittgrößte sein, wird der viertgrößte sein. Genau, wir haben hier diese coolen neuen Ankündigungen.
Ankündigung anzeigen. Vorankündigung. Fröhliche Weihnachten. Ja, geil. Fröhliche Weihnachten. Ja, da steht auch teilweise unterschiedliche Sachen. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wann da welche Sachen stehen. Also auf jeden Fall ist an allen Anzeigen gleich, was da steht. Also jetzt wird an den anderen Bahnhöfen wird auch fröhliche Weihnachten stehen. Aber in anderen Fahrten, wo ich gefahren bin, standen da schon andere Sachen. Aber da standen da auch, wenn ich da mehrere Fahrten abgeschlossen habe, wenn ich danach direkt nochmal reingegangen bin, stand das da wieder das Gleiche. Also irgendwie, weiß nicht, ob die jeden Tag irgendwie was anderes da reinmachen. Oder ob das doch irgendwie zufällig ist und bei mir nur zufällig das Gleiche immer war. Geht der Zug gerade durch? Okay, wir haben hier aber offenbar keine Zugkreuzung gehabt. Wir gucken uns gleich die Anzeigen nochmal genauer an. Ja, auf jeden Fall also jetzt schön im Schnee das Ganze. Wir haben am Anfang ja Aschaffenburg dann schön im Lichtschnee gesehen. Ich finde es auch interessant, das hat mal so schön im Vergleich nochmal zwischen dem alten Wetter- und Lichtsystem und dem neuen. Weil Aschaffenburg gibt es ja im ganz alten TSW schon, im TSW 1 oder im TSW 22. Ich sage mal TSW 1 dazu. Auf der Main-Schwertbahn eben. Und das haben wir hier Aschaffenburg nochmal in schöner. Wurde auch gesagt von Technik, dass sie da vieles, vieles neu gebaut haben in der Aschaffenburg. Genau, das hier ist kein zweites Gleis, sondern ein Industrieanschluss, soweit ich weiß. Und zwar für die Schadstoffwerke, wo wir gleich anhalten, wo wir mal anfangen sollten zu bremsen, langsam vorne bei dem Schnee hier. Achso, aber die Transferwerke, die haben was zum Unterstellen. Okay, alles klar. Dann gucken wir gerade nochmal. Wir hatten hier irgendwo da. Genau, wir sind die 8:23 Uhr. RB nach Miltenberg, haben 2 Minuten Verspätung und dann der nächste ist am 8:40 Uhr nach Aschaffenburg, ist ja nur ein Gleis, von daher fahren natürlich alle hier auf dem Gleis. Genau hier könnten wir, glaube ich, die Bienen, genau da könnten wir die Bienen dann bringen, das machen wir aber gerade nicht mehr, weil jetzt haben wir noch mehr Verspätung. Jetzt mache ich gerade die Türen mal so zu. Das können wir uns gerade mal angucken. Und zu. Genau, vielleicht finden wir auch nochmal gleich noch eine Streckenkarte, müsste ja am nächsten halt auch wieder sein. Ich glaube, die sind so ziemlich dann anhalten. Das nächste ist dann Erlenbach. Vor einer Minute. Das ist eher schlecht. Ich schieb's einfach mal auf die Wetterverhältnisse, dass wir zu spät sind. Noch der Bahnübergang immer noch mit den tollen Blinkelichtern. Ach so, ach ja, klar. Ohne mal keine Bahnschranken, die streiken auch im Winter. Okay, alles klar. Wird dann vermutlich auch noch in einem Fixbogen, gehe ich mal von aus. Gut, aber was ich gerade eben noch sagen wollte, dieser Vergleich zwischen dem alten und dem neuen das Lichtsystem, Wettersystem, wie auch immer, haben wir in Dresden ja auch schon mit Dresden wieder. Das ist ja jetzt angehoben worden auf TSW 4 Niveau und eben der Taranta Rampe auf TSW 2 Niveau. Zum Thema Videos natürlich. Es ist jetzt ein paar Wochen lang nichts mehr gekommen, leider. Ich habe es leider zeitlich überhaupt nicht geschafft. Ich wollte lieben gern ein Video zur. Ich will immer Miltenbergbahn sagen, nein, zur Maintalbahn. Wollte ich lieben gern ein Video machen, aber ich habe es allerdings überhaupt nicht geschafft. Jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich aber nochmal ein Video machen, weil ich wollte jetzt nicht das nächste Video das Roadmap-Video sein lassen. Und dann auf, in dem Roadmap-Video über die Dezember-Overview, über die Roadmap und über die Miltenbergbahn. Ich habe wieder mit der Bahn gesagt, über die Maintalbahn sprechen. Drei Sachen auf einmal in so einem Video ist dann doch ein bisschen zu viel, auch wenn wir hier eine Dreiviertelstunde fahren. Wenn ich das alles unterkriegen muss, dann
bin ich überall drauf konzentriert, nur nicht aufs Fahren und werde dementsprechend viele Zwangsbremsungen auch bekommen. Das ist ja jetzt schon teilweise ein Problem gewesen. Nee, so viel Bremsen will ich dann auch noch nicht. Man drückt einmal drauf, zack, 70% Bremskraft. Das ist ein bisschen ungünstig, finde ich. Aber gut, wie gesagt, wird ja wahrscheinlich noch proben. Wurde zumindest vom Community Manager von DTG so kommuniziert. Ich glaube, Community Manager Jan war das, glaube ich, mit dem ich es gelesen habe, der hat das gesagt gehabt. Hier wird der Bahnsteig immer mal länger gewesen sein, gehe ich mal von aus, ob es aussieht. Jetzt sind wir doch ein bisschen zu langsam. Jetzt muss ich aber doch kurz mal gucken, sorry. Wenn wir jetzt ein bisschen Verspätung bekommen. Ist hier irgendwo dieser Hafen? Ist hier irgendwo ein Hafen in der Nähe? Erlenbach? Kommen wir irgendwie raus? Ah, das ist Hilfe, lol. Weil ich meine, das wäre Erlenbach gewesen, wo dieses Schiff abfährt, aber hier ist hier eh kein Hafen. Vielleicht vertue ich mich auch komplett, aber. Vielleicht noch nicht. Moment. Moment. Okay, ich glaube, wir können da nicht, bekommen da noch nicht dran. Das ist wohl auch noch ein Bug, würde ich mal behaupten. Oder kommen wir so? Nee, kommen wir da nicht dran. Okay, da kommen wir nicht dran. Perfekt. Heute keine Bienenkästen. An der Streckenkarte wollte ich eigentlich auch, jetzt auch noch gucken, aber das lassen wir dann doch mal bleiben. Weil sonst sind wir dann doch viel zu spät. Muss ich gerade mal gucken, wessen auf der richtigen Seite vom Zug, ne? Ja, okay, nicht, dass wir in die falsche Richtung jetzt waren, das wär's. Hupsala, wir sind in Aschaffenburg. Sorry, Leute. Ne, dann wären wir schon irgendwann an einem roten Signal gewesen, wenn wir das gemacht hätten. Ja, ich darf nicht 100% Beschleunigung machen, das geht nicht. Das macht der Zug nicht. Das ist jetzt zu viel Schnee mittlerweile. Und dann sind wir gleich in Wörth. Dann sind wir in Klingenberg. In Laudenbach, in Kleinheubach und dann in Miltenberg. Oh, ja, ne? 11 Minuten, dann sollen wir in Miltenberg sein. Ich bezweifle, dass das was wird. Moment, jetzt muss ich nochmal unterbrechen. Klar, Moment. So, offenbar ist heute Tag der Störungen. Da stand eben jemand draußen im Schnee und wollte rein. Den habe ich gedacht, lasse ich jetzt mal nicht draußen im Schnee stehen. Ja, und jetzt hat mich plötzlich jemand angerufen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Muss ich verdenken, dass ich das alles rausschneide, das ist im Endeffekt wieder rauszusuchen, die Stelle, wo das war. Das ist natürlich auch wieder spaßig. Naja, viel Spaß am Clash im Schlitten, ne? Ich freue mich schon. So, wir nehmen die Leistung direkt raus, weil wir nähern uns schon den Bahnhof von Wörth und wenn wir schon so Probleme beim Beschleunigen hatten, dann bremse ich da lieber ein Momentchen früher. Ja, wobei, das ist ja doch ein Momentchen zu viel früher. Oh, ein schönes Kurvenquietschen aber. Ich habe doch ein bisschen jetzt zu spät gebremst. Jetzt habe ich mich doch so vom Kurven quietschen flashen lassen. Aber eher alles im guten Bereich, das ist ein Bahnsteig. Nur ein bisschen über die vorgelehnte Haltermarkierung aus. Im Bremsen verliert der Zug dann doch nicht so den Grip. Das macht er nur beim Losfahren. Ey, wir haben 5 Minuten Verspätung, ey. Wahrscheinlich wieder 4 Minuten stehen, ne? Ne, 2, ja perfekt, 2 Minuten, nehme ich.
Ah, hier wäre eine Karte, die habe ich aber noch nicht aufgehängt, okay. Ich weiß, dass ich die Fahrgastür schließen muss, aber ich löse eben schon mal die Bremse. Und dann kommt das nächste Klingenberg. Ne, ich habe vergessen, dass wir nicht die Traktion geben dürfen. Der Standardmittel, wenn man einmal drückt, ist der an, oder was? Ja, Tatsache. Normalerweise war das bei den Fahrzeugen immer so, war den gedrückt, da war man losgelassen, dann ist der dann schon wieder aus gewesen. Also mit X macht man das ja auf der Tastatur. Ich habe gedacht, dass das hier auch so wäre, aber war offenbar nicht, der ist dann immer an. Aber wie macht man den wieder aus? Ah, mit Shift X, okay. Ja, Klingenberg. Habe ich Klingelberg gesagt? Ne, Klingenberg. Vor 4 Minuten, also wird das auch relativ zeitnah kommen. Da vorne sehen wir auch schon das rote Signal. Und hier auch schon die Ankündigung für das rote Signal. Ja, das werden jetzt wieder die Schneefolgen hier. Hier sind auch ordnungsgemäß die Schranken zu. Ja, das kann jetzt des Öfteren wieder passieren, dass wir im Schnee fahren. Ja, aber ich mache das ja ganz gerne, dass ich am Datum der Aufnahme, dass ich auch, also im Spiel dann entsprechendes Datum einstelle, weil macht ja auch keinen Sinn, wenn wir im Sommer mit Schnee fahren, wenn wir schon mit, also wenn wir im Winter schon fahren, dann kann es ja auch schneien, ne? Da sind auch die Schranken zu, perfekt. Ich würde nicht in den Baum rein. Und dann ist die Türe offen. Habe ich hier schon was aufgehängt? Eine Bienenkasten habe ich aufgehängt. Genau so sieht er aus, wenn er aufgehängt ist. Jetzt natürlich mit Schnee. Ah, da ist ein Kollege. Hi, Kollege. RB88, der schafft einen Brassler-Gegenzug, der hält da vorne. Ja, offenbar hier keine Karte. Wahrscheinlich in einem Bahnsteig drüben. Naja. Wir machen die Tür wieder zu, weil wir müssen los. Gut, aber dann hätten wir viel früher jetzt eh nicht los. Wobei doch, der hätte schon gehalten. Normalerweise hätten wir wahrscheinlich auf den Kollegen gewartet. Okay. Was haben wir jetzt hier, was weiß ich, der Weltuntergang? Was war das denn für ein Wetterwechsel gerade? Kann er mal fröhliches Wetter mit ein bisschen Schnee und jetzt kommt wahrscheinlich das Unwetter. Das kann ich ja gebrauchen. Ja, jetzt gibt es Schneesturm, okay. Ja, was ein Spaß. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder gezwangsbremst werde. Ja, also wo war ich stehen geblieben? Wir haben wahrscheinlich hätten wahrscheinlich eigentlich auf den anderen Zug gewartet. So muss er jetzt. Wobei, ne, er musste nicht auf uns warten. Ne, 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 ne. Der ist gerade losgefahren. Oder stand das Signal hier vorne? Ah, ne, das stand ja vorne, okay. Dann hat er doch wahrscheinlich auf uns gewartet. Hat jetzt auch ein paar Minuten Verspätung wegen uns wahrscheinlich. Also hauptsächlich wegen mir, nicht wegen euch. Ihr könnt ja nichts dafür, wie ich fahre. Ja, ich muss sagen, ich hatte schon schönes Wetter, ich hatte schon Schnee hier, aber ich glaube, einen Schneesturm habe ich hier noch gar nicht gehabt, jetzt auf meinen privaten Fahrten. Da machen wir mal den Scheibenwischer schneller. War noch gar nicht. Laudenbach ist unser nächster Halt. Und dann sind wir gleich auch schon da, Kleinheubach und dann Miltenberg. Ja,
Lichtenberg auch eine sehr spannende Geschichte. Habe ich mir letztens, also als diese Route angekündigt wurde, habe ich mir das mal angeschaut. Ich hatte ursprünglich einen anderen Bahnhof. Könnt ihr gerade mal gucken. Genau. Mittenberg, ich wäre normalerweise hier geradeaus dann und dann war hier der Bahnhof und das war der Miltenberg Nord. Und jetzt hat man den Bahnhof Miltenberg, oder jetzt nicht jetzt, sondern schon vor längerer Zeit, hat man den Bahnhof Miltenberg weggerissen, hat den Bahnhof Miltenberg Nord in Miltenberg umbenannt, um eben direkt nach Wertheim weiterfahren zu können. Weil das andere war im Kopfbahnhof und da konnte man auch nicht weiterbauen, wenn man das halbe Städte abreißen müssen oder irgendwie so ein Kram war das. Ich glaube, damals habe ich mitbekommen, irgendwie hat man das extra so gebaut, dass es ein Kopfbahnhof ist, dass man extra nicht mehr weiterbauen konnte, weil irgendeine andere berühmte Bahnstrecke gab es und der durfte man irgendwie keine Konkurrenz machen und deswegen durfte man dann nicht weiter südlich bauen eigentlich. Ja, und dann hat sich das Ganze natürlich alles verändert, es gab Veränderungen in der Bahnwelt. Ja, und jetzt hat man eben die Strecke dann, nicht jetzt, sondern vor längerer Zeit schon, aber dann, danach wollte ich eigentlich sagen, hat man dann die Strecke weitergebaut. Also ich fände es sehr praktisch, wenn wir gleich, also wenn Lautenbach gleich mal kommen würde, weil wir sind da doch schon relativ spät dran. Und das Unwetter macht es natürlich tatsächlich nicht besser, auch wenn ich das gerade als Ausrede benutze, aber da bremse ich dann tatsächlich doch eher noch ein bisschen früher auf, wenn das mich wahrscheinlich dann nur ein paar Sekunden im Endeffekt kostet. Baum drin, da Mann. Genau, natürlich hier bewegt. Das haben wir wieder so komische Wand, da Mann. Hallo. Das haben wir hier wieder bewegt. Mobilität für Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit. Nee, nicht bewegt. Ich dachte, das wäre auf der anderen Seite. Nee, dann ist es hier. Wir fahren für das Baden Bayern, genau. Wir fahren jetzt nur auf den bayerischen Teil, aber würden wir weiter nach Wertheim fahren, dann würden wir eben nach Baden-Württemberg kommen. Miltenberg ist nämlich so ziemlich an der Grenze. Ja, ich eine Karte. Ja, natürlich habe ich die auch nicht aufgehängt, ja klar. Hätte ich das früher gesehen, hätte ich die noch aufgehängt, schnell. Aber jetzt wollte ich das noch gerade angucken. Ich darf ja nicht los beschleunigen, meine lieben Freunde. Nein, ich lande doch schon, Mensch. Und Kleinheubach ist dann unser nächster Halt. Ey, der Schneesturm, echt. Also vielleicht hat ihr gerade ein bisschen komische Geräusche, das ist meine Schuld. Weil ich mein Mikrofon jetzt wieder tatsächlich gerade hingestellt habe, weil es natürlich eben, ich hatte es ja eben ein bisschen schräg gestellt, um das DCMA Overview mit euch durchzugehen. Und tatsächlich hat es seitdem noch nicht wieder richtig gestellt. Genau. Ich weiß gar nicht, ist Kleinheubach noch ein Bahnhof mit zwei Gleisen? Also nochmal eine Ausweichstelle. Ich weiß es gar nicht. Deutschland spätestens Miltenberg. Ich weiß nicht, ob wir da noch Zug aufhalten. In ultra Verspätung. Mit der Regionalbahn kommen wir eigentlich kaum über die Geschwindigkeit von 120 wirklich. Ich
glaube, weiß ich gar nicht, ich dürfen gar nicht fahren. Ach, tatsächlich 120er nur. Ja, also eigentlich kommen sie auch nicht groß über die Geschwindigkeit von 100 in den meisten Fällen. Nur in Ausnahmefällen eben. Nee, nicht 100% direkt. 70% Bremskraft reicht erstmal. Mal Leute, heute echt nach der Störung, ich sag's euch. Ich muss bremsen. Ah, tatsächlich nochmal ein zweigleisiger Halt. Interessant, dass der Zug, also man hätte auch einfach den Maßstab etwas breiter machen können, dann bist du ja ans Gleis ran. Aber gut, hat man wahrscheinlich nicht gemacht, weil Hausbahnsteig ist dann einfacher. Und hier habe ich gerade aufgehoben, ja Mensch. Genau, Aschaffenburg, dann kommt Aschaffenburg Hochschule, Aschaffenburg Süd. Hier geht es dann zum Hafen, der Strich hier unten hier, der. Hier geht es auf die Mainz-Bessertbahn. Wir sind jetzt gerade hier in Kleinholbach. Dann geht es nach Miltenberg, hier kommt noch eine andere Strecke dazu, weiß ich jetzt gar nicht. Hier kommt auch irgendwo aus Baden-Württemberg, glaube ich. Und hier geht dann Miltenberg, geht auch weiter nach Baden-Württemberg. Ja, ich glaube, in Wirklichkeit geht es schon nicht direkt so hoch. Wir machen die Tür wieder zu. Und fahren weiter zu unserem letzten Halt nach Miltenberg. Ja, ah, da haben wir, ah, doch, da haben wir noch einen Anruf, leider 8:42 Uhr, okay. Da sollten wir schon vor 3 Minuten sein. Hier gibt es wohl auch ein Szenario bei der Strecke mitgeliefert, wo man dann den Zug auftanken muss, nämlich nicht mehr so viel Sprit hat, irgendwie erstmal nach Aschaffenburg fahren muss, zur Tankstelle, und sich das sparsam einteilen muss. Finde ich auch eine sehr spannende Sache, werde ich in Zukunft bestimmt auch mal fahren, ich weiß noch nicht, ob privat oder hier im Video. Könnt ihr das doch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen möchtet. Natürlich könnt ihr das auch selber fahren, wenn ihr die Strecke eben selber besitzt. Für 30 Euro ist sie erhältlich, also günstiger als die anderen Strecken, die sind ja alle für 36,99 € erhältlich, aber da das eine etwas kürzere Strecke ist, ist jemand wenig günstiger. Matt hat gesagt, dass die erste Strecke jetzt, zumindest die erste deutsche Strecke nach dem Release von Train Level 4, und da muss es eben eine kürzere sein, wenn man nicht so viel Zeit zur Vorbereitung hat, weil diese drei Core-Routen eben doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und Dresden-Lisa hat man auch noch verbessert, also im Prinzip 3,5 Routen. Jo. Vorbestellen konnte man, glaube ich, für 10 oder 20% für 10% Rabatt, glaube ich. Ja, aber Vorbestellung ist natürlich durch. Das ist klar. Ich habe es lieber noch mal ein bisschen mehr gebremst, weil wir haben 0,4% Gefälle. Ja. Genau, das RAB-Pack wurde jetzt auch veröffentlicht für die Rosa Line mit dem Güterwagen und den weiteren, also die zwei Lackierungen für die Lok noch. Oh, wir sollten da eigentlich noch vielleicht die kleine Upsala. Laut hat aber noch nicht. Von daher alles im guten Bereich. Und eigentlich sind wir geradeaus zu dem anderen Bahnhof, gerade was das fette Gebäude da macht. Und jetzt fahren wir nochmal über den Main drüber zum Schluss. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt auch schön zugefroren ist. Oder ob das Wasser dort noch fließt.
Sieht schon sehr gefroren aus. Wobei. Nee, es fließt noch. Nee, das, wobei, ja, ich bin mir nicht sicher. So, noch ein schönes Foto gemacht. Und jetzt fahren wir offenbar geradeaus direkt in den Bahnhof von Mittenberg rein. Auch hier der Bahnübergang funktionsfähig, aber auf den Straßen nicht viel los. Wer will auch bei dem Wetter schon fahren? Wenn das nicht zwingend muss. Ich glaube, hier in Miltenberg müssen wir bis vorne tatsächlich durchfahren bis zum Haltepunkt. Dürfen wir nicht vorher anhalten. Also sonst nimmt er das nicht. Da müssen wir nochmal vorsetzen, sonst ist er ein bisschen blöd. Hier haben dann auch wieder die modernen Anzeigen und nicht die anderen. Ja, aber ich finde die anderen Anzeigen schon cool. Die sind, glaube ich, auch in Realität relativ neu, die anderen Anzeigen, die an den kleineren Stationen sind. Bisher hatten wir ja die anderen mit dem Wandern-Text, mit der Laufschrift. Wo dann irgendwie die Uhrzeit steht und irgendwie, wenn der Zug gleich kommt oder Verspätung hat oder irgendwie so ein Kram. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen Quatsch, hier bis vorne durchzufahren. Also ist ja nichts. Und, oh, ich bin doch ein bisschen weit bis. Oh, nee, nicht Notbremse. Ich finde es ein bisschen Quatsch, hier bis hier vorne durchzufahren. Und, ja, weil hier vorne ist ja nichts, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, wobei ich glaube, das Gleis ist, ja, das ist nämlich aufgeteilt, das Gleis, naja. Das ist aufgeteilt in zwei Gleise irgendwie. Hä? Also irgendwie. Okay, ich verstehe es noch nicht ganz, ja, okay, egal. Ich würde dann aber sagen, das war's von dieser Folge von Trains in World. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier auf der Maintalbahn. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.